Wunderschönen guten Tag zurück auf der Breithausen LS15. Eine neue Runde heute hier mal wieder im kleinen Stil, in der kleinen Variante mit kleinen Maschinen natürlich. Und ja, es wurde darum gebeten, dass ich doch mal über den LS17 ein bisschen quatsche. Ich werde mal heute so ein bisschen meine Eindrücke wiedergeben, was ich so davon halte und so weiter und so fort. Ich meine, die Hauptinfos beziehungsweise die ganzen Infos eigentlich, alles was so wichtig ist, hat man ja doch schon in Gänze eigentlich gesehen und auch ja im Internet natürlich nachlesen können. Gibt ja auch noch einige andere YouTuber, die uns tagtäglich eigentlich mit jeder kleinen Info informieren. Kann man jetzt mal halten, was man will davon. Ich finde es jetzt, wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt, mache ich das nicht. Also ich gebe jetzt nicht jede Info hier in YouTube zumindest wieder. Bei mir gibt es solche Infos dann eher in Facebook. Das heißt, alles, was jetzt so aktuell, ganz, ganz aktuell ist, waschen wäre vielleicht auch mal was. Ja, wobei, nee, wir fahren eher aufs Feld. Ja, die Infos, ich muss jetzt nicht zwingend ein Video machen über das neue Factsheet, was gekommen ist jetzt am Freitag. Genauso auch die neuen Maschinen. Ich werde irgendwann zwischendrin mal das Ganze zusammenfassen. Das heißt, wenn dann eben ein paar Infos zusammengekommen sind, dann gibt es von mir so ein kleines Review wieder. So ein kleiner Überblick einfach über alles. Und daran werde ich auch festhalten. Denn wie gesagt, ich finde das einfach zu viel, wenn man wegen jeder kleinen Info hier gleich ein neues Video raushaut. So, aber jetzt mal zu den Infos. In der Form kann ich sie natürlich auch weitergeben. Einige werden es ja schon gesehen haben, jetzt am vergangenen Freitag, also gestern, ist ja wieder eben ein neues Factsheet gekommen mit einem Lemkin-Flug und dem, ja, wie wir auch hier gerade drin sitzen, einem Steyr. In dem Fall, boah, jetzt muss ich echt fast nachschauen, wie der heißt, weil das weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Und zwar, ganz kurzen Moment. Na, wo ist sie? Info Factsheet. Genau, Steyr Terrus CVT ist. Allein das Bild macht schon einiges her. Auch wieder natürlich die Anspielung oder die Info auf das neue Lichtsystem, das ja eben im LS17 eine ganz große Rolle spielt, muss man wirklich sagen, denn da ist einiges passiert. So, was ist jetzt hier mit Sämaschine auffüllen? Hallo. So, einmal öffnen. Hilft nichts. Warum kann ich die nicht auffüllen? Ist eher schlecht. Aber wenn ich jetzt hier vorfahre, tankte. Warum kann ich jetzt die Sämaschine nicht auffüllen? Das ist sehr blöd. Nein, das ist immer tanken, 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 aber ich kann die Sämaschine nicht auffüllen. Abgesehen davon, ich kann auch nichts auswählen. Ja, die Hitch, die brauche ich aber nicht. Ja, würde ich gerne auffüllen, aber ich kann sie nicht auffüllen. Warum geht das jetzt nicht? Okay, machen wir das mal anders. Und zwar würde ich gerne hier Saatgut reinbringen. Grober auffüllen, ne? Ist ja fast dasselbe. Fast dasselbe. Warum Dünger?
Was ist denn das hier? Ich will doch keinen Dünger. Okay, und das wird wohl nichts. Jetzt bin ich gerade echt ein bisschen hier dezent verpeilt. Warum habe ich jetzt hier Dünger drin? Ich will doch keinen Dünger. Oh, Mann. So, auf jeden Fall können wir das schon mal so vergessen. Dann machen wir das anders. Dann fahren wir jetzt erstmal mit dem Gruber hier raus und machen das Feld 20. Ich habe nämlich mit einem Nachbar gesprochen. Der hat sich nochmal in aller Form bei mir entschuldigt, dass er da weg musste. Aber das Kälbchen ist lebend und gesund auf die Welt gekommen. So. Also alles gut. Dem Kleinen geht's gut und er ist jetzt auch wieder ein bisschen entspannter, hat ein bisschen mehr Zeit wieder und wird auch gegebenenfalls mir wieder helfen, wenn es sein sollte oder ich Hilfe brauche, dann wird er auf jeden Fall da sein. Und im Gegenzug hat er uns dieses Feld hier verpachtet. Das gehört uns nicht. Wir können es halt bearbeiten, wie wir es brauchen. Aber ja, wenn er es wieder braucht, dann kommt er und sagt hier, ich will es wieder. Ist halt jetzt so ein Gentleman Agreement. Das heißt, ich vertraue ihm mal, dass ich jetzt da einen Erntezyklus hier durchziehen kann. So. Ja, wie gesagt, LS17 natürlich viel aufs Lichtsystem, das wird eine sehr, sehr große Sache, weil einfach sich doch vom Spiel her viel ändern wird, denn bis jetzt ist es ja so, dass man eigentlich kein Licht wirklich auf der Map verbauen kann. Wenn man das macht, dann geht meistens die Leistung des PCs in die Knie, beziehungsweise die FPS-Zahlen rauschen halt einfach ins Bodenlose. Und dementsprechend wurde dieses ganze System überarbeitet, verbessert und ja, so wie es aussieht, sehr, sehr performant geändert, denn wir haben mittlerweile eben so viel Licht an dem Traktor, wie teilweise auf der ganzen Map verbaut war. Und das Ganze läuft trotzdem performance schonend. Also da in dem Fall wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte, dass das Ganze eben auch so funktioniert und ja, eben performant läuft ohne Probleme. Ja, ansonsten auf den Fotos sieht man jetzt nicht allzu viel. Unten drunter stehen halt dann noch die Facts. Es ist eine Traktorklasse um die 300 PS. Also schon relativ leistungsstark. Von 288 bis 313 PS. Also doch eher ein etwas größerer Schlepper. Ja, dann wurden noch einige Sachen auf der Farming Simulator Seite wieder veröffentlicht. Ist ja jetzt jeden Freitag gibt es eine Aktualisierung der Fahrzeugliste. Da sind nochmal einige Schneidwerke dazu gekommen, die eben dann im Spiel sein werden. Dann natürlich auch die Geschichte, was ja schon veröffentlicht wurde, aber dass eben auch die Fendt 700 Reihe mit drinnen ist. Da gibt es dann auch eben die Unterstützung, dass man auch Pflegebereifung drauf tun kann. Steht zumindest in dem Factsheet drin, dass da eben je nach Variante auch die Geschichte mit Pflegebereifung funktioniert. Ansonsten gibt es breitere Reifen, glaube Doppelreifen und Gewicht wahlweise, das eben über das Kaufsystem oder über das neue Shop-System. Also ich denke, da wird es einfach maschinentechnisch, wenn man das mal hochrechnet, früher
Wären das alles einzelne Maschinen gewesen. Jetzt mit den ganzen Funktionen, mit den Möglichkeiten, dass man einfach die Fahrzeuge an sich ändern kann, reduziert sich einfach die Grundmenge an Fahrzeuge exorbitant. Aber man hat im Endeffekt trotzdem viel, viel mehr Möglichkeiten. Weil wenn man jetzt überlegt, wir haben jetzt bei New Holland, können wir ja mal kurz in den Shop schauen. Bei New Holland zum Beispiel. Da haben wir hier den T475 und dann haben wir hier den T6 und als nächstes dann den T8. Jetzt hat man aber da jeweils immer nur eine Leistungsklasse. Wenn man jetzt den T6 zum Beispiel nur als 140 PS Variante haben möchte, geht das gar nicht, weil man ihn nicht hat. Genauso beim Puma natürlich, den gäbe es ja auch in verschiedenen Leistungsklassen. Geht nicht. Jetzt hätten wir im Endeffekt ein Fahrzeug und haben aber dann nochmal fünf verschiedene Motorvarianten, theoretisch, plus vier verschiedene Reifenvarianten, macht dann im Endeffekt ja, fünf Traktoren, a vier verschiedene Varianten, sind wir bei 20 Fahrzeuge, wenn man das mal hochrechnet. Also da erweitert sich das Spiel schon sehr, sehr extrem. Und das ist eigentlich so für mich im Moment das größte Highlight an der ganzen Geschichte, dass eben so viele Sachen möglich sind, so viele Geräte damit reinkommen und das Ganze eben ja ein bisschen individueller gestaltbar ist. Also finde ich einfach eine der größten Neuerungen beim LS in dem Fall. Und ich glaube auch eine der gravierendsten Änderungen. Denn auch für Modder ist es natürlich so, wenn ich verschiedenste Varianten machen kann und das auf einfachen Wege, dann hat man zum einen sehr vielfältige Mods, die aber von der Größe her, also von der Dateigröße her, trotzdem relativ klein bleiben. Denn man braucht nur noch ein i3D-Modell und der Rest passiert alles in XML-Dateien. Und das macht natürlich leistungstechnisch auch einiges aus. Wenn ich jetzt schaue, wenn ich hier meinen Mod-Ordner durchschaue und dann mir überlege, okay, bei dem Traktor habe ich Doppelreifen noch als Extra-Pack, sind schon wieder 5 MB. So, jetzt rechne ich das hoch, ich habe 5 oder 10 Schlepper, die alle eigene Doppelbereifung haben. Dann bin ich irgendwo bei 50 MB mal schnell nur wegen Doppelreifen, also wegen dem Kleinteil eigentlich. Und ja, das macht natürlich dann viel aus, weil 50 MB ist schon wieder ja theoretisch ein komplettes Fahrzeug, wenn es jetzt sogar ja kann dann sogar ein sehr sehr großes Fahrzeug mit ultra High Quality Texturen sein. Und die Anforderungen selber vom LS sind natürlich gestiegen. Das wird mehr oder weniger auch immer wieder so sein von Spiel zu Spiel oder von Generation zu Generation, dass natürlich die ganzen Voraussetzungen immer höher werden. Das ist ganz klar. Denn es werden neue Shader benutzt, es werden neue Texturen benutzt und all das soll schöner ausschauen, soll qualitativ hochwertiger ausschauen. Und in diesem Sinne ist es irgendwo zwangsweise auch so, dass natürlich die Leistung vom Rechner auch irgendwo steigen muss. Das geht irgendwann gar nicht mehr anders. Also da ist einfach immer der Punkt erreicht, wo mit alter Technik irgendwann nichts weitergeht. Und ich sage jetzt mal so, die Anforderungen sind jetzt noch nicht so extrem gestiegen. Wer den LS15 auf Very High mit 60 FPS gespielt hat, wird mit Sicherheit auch den LS17 mit Mods und allem trotzdem auf Very High mit 60 FPS spielen. Wer natürlich schon den LS15 auf Low und alles runtergeschraubt und dann immer noch nur 30 FPS hat,
der wird natürlich beim LS17 dann schon an seine Grenzen kommen, beziehungsweise der Rechner wird an seine Grenzen kommen. Aber ja, irgendwo ist es ja auch ein Fortschritt, beziehungsweise ist es ja, glaube ich, nicht verwerflich für einen Spielehersteller, dass er sich irgendwann an neuerer Technik orientieren muss. Macht im Endeffekt jeder Hersteller, wenn ich mir anschaue, was ich früher für ein GTA an Rechnerleistung gebraucht habe und was ich heute brauche, es ist einfach ein Unterschied von Tag und Nacht. Aber da ist es eben auch geschuldet dem, dass eben sehr, sehr viele Daten verarbeitet werden müssen und so weiter und so fort und natürlich Texturen, Shader und ja, Spieldynamik da mit reinspielen und von dem her ist es irgendwann zwangsläufig einfach so, dass man mal ein bisschen stärkeren Rechner braucht. So. Mit den Worten bedanke ich mich aber mal wieder für heute, fürs Zuschauen am heutigen Tage, so muss ich sagen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge und ja, bis dahin. Ciao, ciao.